Begrüße euch. Ja, ich begrüße euch zur Star Wars Show. Aber was anderes werde ich wohl nicht machen. Das andere interessiert mich auch gar nicht. The Black Series, Star Wars, Anakin Skywalker, Sohn Luke Skywalker. Anakin Skywalker selbst als Darth Vader ist leider noch nicht da. Die Firma Amazon bemüht sich um pünktliche Lieferung, hat aber nicht funktioniert. Nur, das sind jetzt so Dioramen, die getestet werden. Gut. Auf der einen Seite die Birken schon, wieso? Amerika ist flop, kostet $35. Ja. Gut, stimmt. Angeboten wurde uns das Teil für weit über 120 Euro. Haben wir trotzdem vorbestellt und haben es jetzt für 74,75 € bekommen. Ja. So was. Ne? Kriegt ihr ja natürlich auch bei Amazon. Also langsam aber sicher mache ich eine Werbung für Amazon. Kauft bei Amazon. Amazon Smile. Bei Amazon kriegt ihr ja alles. So, ich besorge ja immer so einen Teil, um es vorzustellen in der Sendung. In der Star Wars Sendung hier. Politisch passt das ja auch mit Star Wars. Man kann auch Politik machen, was da so abgeht. Besonders jetzt im Digitalzwang. Frau Merkel möchte, dass alle angeschlossen werden. Die Telekom hat den Auftrag angenommen. Die Telekom hat aber im Moment gewaltige Schwierigkeiten, über 89 Millionen Menschen online zu bekommen oder Deutschland zu digitalisieren. Hat ja mit den Menschen nichts zu tun. Deutschland soll also digitalisiert werden, ist aber an weit, weit hinterster Stelle. China, Korea und wie sie alle heißen, der asiatische Raum macht uns das vor. Die arbeiten schon mit 8K, sogar Fernsehen hat 8K, Aufnahmen haben 8K und es macht da natürlich mehr Spaß. Ist auch die größte Bevölkerung, die hier auf dem Planeten wandelt. Der Asiat ist der größte, nicht wir. Wir sind ja hier nur 89 Millionen, die sich Deutsch nennen. Wie viele davon echte Deutsche sind, weiß keiner mehr. Ja, also wie gesagt, Deutschland wird digitalisiert. Die Telekom hat den Auftrag angenommen. Bis zum 10.10.2017 wurden alle, die da betroffen sind, gekündigt, die also nur analog haben oder ISDN-Anlagen haben. Da bin ich natürlich auch schon beim Punkt. Bei der nächsten Sendung könnt ihr mich auf der Erde krabbeln sehen. Dann zeige ich euch mal das Desaster mit der Telekom. Wenn man ein Unternehmer ist, Geschäftsführung eines Betriebes, ist man natürlich auch eine Privatperson. Und als Privatperson ist man auch bei der Telekom. Und wenn man 40 Jahre Telekom, gut, zwischendurch AOL, weil es nicht anders möglich war, wenn man eine Firma aufbaut, nimmt man natürlich den, der die Firma besser schützt, besser nach vorne bringt. Und das war AOL, ICQ und so weiter. Und die damaligen Anbieter und Fernsehanbieter, da gab es ja so schöne Filme, da hat so viel Spaß gemacht. Ach. So, jetzt habe ich das wieder dahingestellt. Mache heute so richtig lässig. Ach ja, kann ja mal hier. Also ihr könnt, also es sind die neuen Dioramen, die da auf dem Markt sind. Könnt ihr dann selbst zusammenstellen. Die beiden Figuren sind nicht dabei. Nur Luke ist dabei mit seinem Basement, wo er da gerade am Kämpfen ist. Die beiden Einheiten kann man dabei packen. Ja, da alles beleuchtet ist, ja, das ist alles beleuchtet, muss natürlich dann noch eine Batterie rein. Und beim Darth Vader ist es ja genauso. Da kriegt er ja auch Laser. Und da müssen auch Batterien rein. Ja, Star Wars. Meine lieben Freunde. Krieg der Sterne. Alle, die jetzt einen Anbieter haben, wie 1 und 1, lass mal die Namen weg. Also euer Anbieter hat momentan Stress. Besonders der Anbieter für Fernsehen, Freenet. 1994 nach der CeBIT ist uns die Firma Freenet negativ aufgefallen. Und wir haben auch jedem gesagt, lass die Finger davon, das ist nicht so. Jetzt hat das Böse gewinnt immer. Das Gute endet bei sehr gut und deswegen habt ihr natürlich den Ärger. Jeder muss entscheiden. Viele fragen sich, warum kommen wir bei Netflix nicht rein? Scheitert an der ISDN-Nummer. Ist halt so. Woran das liegt, keine Ahnung. Man weiß auch nicht, wie man die eingeben soll. Man gibt die ein, kompakt, ist nicht. Dann in den Blöcken, so wie die Sparkasse es vormacht oder die Bank es vormacht, so gibt man es ein. Ja, jedenfalls kommen wir bei Netflix nicht rein.
Netflix wirbt ja mit einem Monat gratis und dann würde abgezogen. Von 9,95 Euro sind wir schon bei 11,95 Euro. Ja, wir haben Sicherheitskonten. Vielleicht liegt es daran, man kann bei uns nicht blind abbuchen, das geht nicht. Weil ein bisschen als Firmen muss man sich ein bisschen schützen. So, man sucht natürlich Partner. Man nennt Telekom Partner. AOL war ein Partner. Wie 1 und 1 begann, war das auch ein Partner. Lange ist her, 1995, die CeBIT ist vorbei. So, wir schreiben das Jahr 2017, 3 Monate noch, 2018. In den 3 Monaten kommt Krieg der Sterne, Star Wars Episode 8. Episode 8 ist sogar der längste von allen, soll über 150 Minuten gehen. Ja, 150 Minuten Star Wars am 14.12.2017, Episode 8, der letzte Jedi. So, das ist der Sohn vom letzten Jedi. Es ist der letzte Jedi, Luke. So. Die Kirche bestätigt meinen Videoclip und bis die da ausgebimmelt hat, verabschiede ich mich und mache nachher weiter. An alle, natürlich habe ich samstags immer noch auf, samstags ist immer noch der Filmtisch, Star Wars Tisch, Stammtisch. Immer noch. Es kommen ja auch zwischenzeitlich Kunden, Freunde, Gäste und auch von der bildenden Kunst. Mir fällt ja gerade was auf. Eine Idee und eine Formel in der Entwicklung kostet nichts. Bedarf nur Zeit. Dann wird die Formel und die Idee überprüft. Und dann kommt plötzlich jemand und sagt, stopp, dafür biete ich unheimlich viel Geld. Oder ich mache mit. Die beiden Sachen sind immer die positiven Sachen, die restlichen Sachen kennen wir, immer dagegen sein. Gegen die Idee, gegen die Formel und Bedenken aus und was weiß ich nicht. So, jeder, der bei der Formel und bei der Idee mitmacht, auch die ich jetzt hier als Medienkanzler, als Captain Rex zwischendurch hier aufs Video packe, ist natürlich recht herzlich willkommen mitzumachen, zu sponsoren, zu helfen und wenn da was bei rauskommt, abzuschöpfen, prozentual abzuschöpfen. Gut, unsere Partner sind Google, Facebook und Amazon und die kosten uns reichlich viel Geld. Und dadurch, weil die uns reichlich viel Geld kosten, müssen wir natürlich zusehen, die Kosten zu senken. Grüße! Ja, genau, einfach aus, genau. Ach ja, samstags ist ja wie immer Star Wars Time, Figuren-Time, also Film, Figuren und Theater. Da mal nicht regulär auf. Wer reinkommt, ist okay. Wer nicht reinkommt, ist auch okay. Meistens so zwischen 9:30 bis 12:30 ist ein bisschen geöffnet. Jeder Stutz, sie haben auf, kommen rein, gerade auch. Du hast Assassins-Figuren. Jo, wir haben Assassins-Figuren. Welchen Preis kriegst du? Billiger ab Montag, kein Thema, kommt vorbei. Hier kannst du heute gucken, schnüvern, also samstags gucken und schnüvern. Ihr dürft natürlich auch bei uns hier ins Netz. Ihr könnt auch eure Telefon an, egal wen, freischalten lassen, indem ihr euch da mit Kamera arbeitet. Ne, das sind wir. Wir machen die also willkommen bei uns in der digitalen Welt. Ihr dürft bei uns halt, wie gesagt, alles machen, was ein Smartphone kann. WhatsAppen, Facebooken, Instagrammen, alles. E-Mail checken und sich informieren. Jeden Tag. Das dürft ihr natürlich jeden Tag, ist klar, ab 20 Cent. Und samstags dürft ihr also schnüffeln, umschauen und auch Smalltalken mit dem Medienkanzler. So, der Medienkanzler ist samstags immer für euch da, hat mir natürlich sehr vieles angehört. Heute war so eine Freenet-Geschichte, jemand war Freenet, lässt abbuchen. Freenet behauptet, bevor ganz viele Mahnungen entstehen, schalten wir ab. Ja, ist abgeschaltet worden. Ich gucke mir das Konto an da. Die junge Dame hat recht. Sie hat überwiesen. So, sie hat überwiesen, weil ist ja frei. Also bis Ende August war frei. Der 1. September hätte bezahlt werden müssen.
war dann irgendwas schief gelaufen und schwupp, zu. Bei der Telekom ist es ja genauso. Die hauen da aus Versehen Saft auf die Leitung und gehen die ganzen Router kaputt. Ist also auch bei 1&1 passiert. Nun wurden die Router ausgetauscht. Gibt die alten Router nicht mehr, also mussten die neuen Router her. Am ersten oder in den ersten Stunden funktionierte dann auch alles. Und dann auf einmal fällt das aus, dies aus, jenes aus. Dann kommen neue Software-Updates. Dann sagt man, ja, natürlich, neue Software-Updates. Da passiert sehr oft. Dann spricht das Telefon mit einem. Sie können heute nicht telefonieren. Sie sind nicht im Internet. Bitte drücken Sie den Knopf. Warten 5 Minuten. Und dann sind sie wieder online, so ungefähr. Oder diese Nummer ist gesperrt. Oder sie können heute. Ja, es ist niedlich heutzutage. Nach dem 10.10., nach dieser Zwangsumstellung der Telekom, wird da also eine Menge auf uns zurollen. Ja, ist so. Also, ich habe so viel Erfahrung jetzt. Also, ich werde ein Video machen, wie alles bei uns zusammenbrach. Ja, das von der Firma haben wir ja schon, also habe ich auch schon online gestellt, weil das lassen wir nicht durch. So geht's nur. Man kann nicht einfach da 2 Drähte zusammenpacken da und dann ist Hurra. Nee, das geht nicht. Davon hängt eine Existenz ab. So, es hängen hier Existenzen ab. Angestellte sind eine Menge da und auch angeschlossene Firmen. Und wir suchen weiterhin Freunde, keine Feinde, also Partner. Wir suchen Partner, mit denen wir arbeiten können. Jeder macht, was er will. Und wenn ein Anruf ist, dann macht er das, ohne zu zicken. Kriegt sein Geld und gut ist. Und aber meistens zicke, so wie Freenet zickt, Telekom zickt, 1&1 zickt. Ja, so was können wir überhaupt nicht gebrauchen. Wir können also keine Firmen gebrauchen, die zicken. Na? Das geht nicht. Auf keinen Fall. Nee, geht nicht. Ja, Star Wars bleibt, Figuren bleiben, Filmfiguren, Theater komplett. Die Filmgeschichte, Filmclub, die Firma an sich. Gerade wo ich gefragt habe, machst du zu, sag ich mit 85? Wie mit 85? Ja, ich habe keinen Bock auf Rente. Ich habe keinen Bock auf Rente. Ich ziehe da gnadenlos durch, egal was ich arbeite. Im Notfall werde ich Schuhputzer. Da kam ein Kunde rein, fand ich sehr, sehr toll. Da sag ich, weißt du was, das mache ich. Schuhputzer, weißt du? So im Schaufenster, so richtig alt amerikanisch und dann Schuhe putzen. Ist ein Gag, aber warum nicht? Das wäre doch was. Schuhe putzen und statt Zeitung Internet. Versteht ihr? Sie kriegen ein Tablet, können dann rumwuseln und dann werden ihnen die Schuhe geputzt. Ob ich das persönlich kann, weiß ich nicht. Müsste ich jemanden einstellen. Ich putze meine eigenen Schuhe nicht. Wenn die kaputt sind, schmeiße ich weg. Jo, ich putze keine Schuhe mehr, schon lange nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Aber das wäre es so. Aber hier kommt kein Big Business vorbei. Das könnte man oder hätte man in New York machen können. Jetzt mit einem Laptop oder Top. Können die dann, ne? Das wär's, ja, so ein richtiges Share bauen, wo die Leute drin sitzen, umklappen und dann Fernsehen gucken. Besonders Hightech. Ich habe sehr viele Hightech-Firmen hier, die mir unheimlich gefallen, weil ich lebe. Also ich lebe, 1969 war ich 30 Jahre in der Zukunft, ja. Und 99 habe ich die Zukunft endlich gehabt und jetzt lebe ich normal wie ihr auch. Und bin nicht mehr in der Zukunft. Ich denke mir natürlich zukünftige Sachen aus. Noch einmal, Ideen und Formeln sind kostenlos. Ich gebe euch eine Idee und ich gebe euch eine Formel. Und ein Profi hört sich die Idee an, liest die Formel durch und sagt, okay, wenn du mir den Lösungsschritt dabei stellst, gebe ich dir. Ja, niemals eine Formel mit... Also niemals eine komplette Formel abgeben und niemals eine komplette Idee abgeben. Meine lieben Freunde, tut es nicht. Nur den Ansatz, ja, den Anreiz. Denkt mal drüber nach. Das ist ziemlich nicht mehr so leicht heutzutage, weil die wollen immer sofort alles haben, bis zum geht nicht mehr. Und dann hauen sie ab. Und das ist sehr gefährlich, mit den Ideen schmieden und vor allen Dingen Formeln raus und Lösungen vorschlagen. Es gibt viele Lösungen auch für Deutschland. Stellungswechsel, Industrieaufbau. Und so weiter. Im Moment leben wir ja in dieser Digitalblase. Das Geld wird aufgeschrieben, existiert überhaupt nicht, wird irgendwo hin und her geschoben. Man kennt das ja mit Griechenland, man gibt denen Geld, dann machen die alles frei, die Schulden sind weg und somit ist das Geld geflossen und dann hat Griechenland wieder Not am Mann.
Also ist schon eine tolle Geschichte mit diesen Krediten da hin und her schieben. Warum ich jetzt hier bei Netflix nicht reinkam, okay, ich habe ein gesichertes Konto, aus Sicherheitsgründen, sagt das Wort schon. Und dieses habe ich natürlich da angegeben und Netflix sagt, nee, ist kein gültiges Konto. Natürlich ist das ein gültiges Konto, aber ich weiß nicht, wie man das da eingibt. Ich habe mal so eingegeben, mal so eingegeben. Oder es lag daran, dass ich noch nicht aktiviert war. Also ich musste mich ja aktivieren bei Netflix. Dann habe ich auch schon alles angegeben. Dann habe ich weitergedrückt, keine Ahnung. Dann bin ich in meine E-Mail-Box gegangen. Dann stand da, ich sollte Netflix bestätigen. Dann habe ich Netflix bestätigt. Und jetzt gebe ich da gleich nochmal alles rein und will hoffen, dass Netflix mich dann freischaltet. Also der gesamte Oktober wäre dann frei, so wie bei Freenet. Das war ja auch so eine schöne Geschichte. Also Freenet hat auch alle Kunden geprellt. Freenet hatte gesagt, 3 Monate Karte, 6 Monate Karte und 12 Monate Karte. Und jetzt auf einmal 12 Monate, 69 Euro oder abbuchen. Und beim Abbuchen kann schon mal was schieflaufen und schon hat man kein Fernsehen mehr. Das sollte man, oder muss man dann den Kindern klar machen. Ne? Papa hat bezahlt, hier, aber ich weiß nicht, warum die. Man versucht auch da anzurufen, geht nicht, weil man ja die Knöpfe drücken muss. Man drückt die Knöpfe, 1, 2, 3, 4, 5, ne? Passiert nichts. Laut Telekom funktioniert alles. Nee, eben nicht. Ja, jetzt muss man sich wieder Telefon, also man hat alles neu gekauft, ja, alles neu und nichts funktioniert. Stinksauer. Alles, ja, okay, wir mussten. Das machte Patsch, war alles kaputt. Ja, das Gerät gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch das Gerät. Ja, okay, dann hat man das Gerät bekommen, hat man das Gerät gekauft und angeschlossen. Ja, dann war man plötzlich wieder in der Steinzeit. Man musste alles aus dem Jahre 1999 raussuchen, weil man diese Nummer wieder eingeben muss. Man ist ja lange Kunde. Also wenn man vor 40 Jahren bei der Telekom Kunde war, sollte man sich wirklich komplett kündigen. Mindestens 1 bis 3 Monate komplett Ruhe. Und dann wieder zur Telekom gehen, um sich die neuen Daten, die neuen Geräte geben zu lassen, damit auch alles wieder funktioniert. Es ist umständlich. Ja, es geht nicht anders. Man muss einmal komplett raus aus dem System. Mindestens 3 Monate komplett raus aus dem System. Und dann geht man wieder hin und sagt, okay, ist nicht einfach für einige Leute, die darauf angewiesen sind, damit arbeiten zu können. Aber solche funkgesteuerten Kameras über WLAN, die dann plötzlich nicht mehr einwählbar sind, weil, keine Ahnung, geht nicht. Oder Laptop, funkelnagel neuer Laptop, es war alles okay, alles in Ordnung. Und nach diesem Kalaumes da, geht der Laptop nicht mehr online. Geht nicht mehr online, der Laptop geht nicht mehr online. So, dann geht man dann in seinen Speedboard, jeder gibt da seinen Speedboard ein, gibt seinen Code ein, ist dann drin in seinem Speedboard und dann kann man ja alles konfigurieren. Ja, wir arbeiten mit 600 Mbits, dann mit 450 Mbits und all solche Sachen, also auch in dem 5 MHz Bereich WLAN oder 2,4 GHz Bereich, also 5 GHz, 2,4 GHz, dann kann man dann da alles einstellen, die 802.11nbn. Ach, keine Ahnung, gibt es ja so, ne, den Standard an, ne? Ob mit WPS und so weiter. Ja, also man gibt alles, man konfiguriert das Ganze, man stellt sich das Ganze zusammen und ja, man kommt mal vorbei, Smartphone piept, alles klar, Tablet piept, alles klar, man macht den Laptop auf, nichts mehr klar, der will nicht mehr, Laptop will nicht mehr. Ja, dann holt man das Kabel raus, 30 Meter. Und läuft in der Wohnung plötzlich mit dem Kabel rum. Toll. Also auch die, die Tiere haben, wissen Bescheid, was so ein Kabel dann plötzlich an Qualität gewinnt. Ja, und die, die keinen haben, die fluchen trotzdem, weil es sieht unästhetisch aus, wenn man die Kabel nicht verlegen kann, sondern wirklich offen in der Wohnung, damit man frei rumlaufen kann. Ja, für die Freiheit tut man ja alles. So, das war's von meiner Seite aus. Medienkanzler und Captain Rex. Die neuen Sachen sind da von Star Wars. Auch die anderen Sachen sind da. Es geht jetzt auf Weihnachten los. Ich begrüße euch total recht herzlich im Oktober. Ihr könnt die Ware hier wieder günstiger erwerben. Ja?
ist kein Thema. Über die Preise werden wir uns einig. Wir stellen auch Sachen her. Wir haben etliche Sachen wieder, die wir jetzt bis Weihnachten herstellen müssen. Ja, werden wir auch tun. Und wir werden uns auch noch um andere Sachen kümmern. Wir bedanken uns total und recht herzlich bei allen Kunden und bei allen Online-Freunden. An sich sind ja alle Kunden. Auch ich bin Kunde bei irgendjemandem. Und weil das so ist, kann man hier natürlich vieles erwerben. Man kann sich also am Samstag mit dem Medienkanzler unterhalten. Der Medienkanzler ist jeden Samstag da und wird die Fragen beantworten hier live. Ihr könnt auch live reinkommen. Ihr könnt auch weiterhin live während der Woche hier reinkommen. Ihr werdet immer herzlich willkommen sein, wenn ihr gerade hier seid. Und dann können wir natürlich über alles hier. Gestern war unser Jüngster wieder da. Ich muss mal fragen, wie alt er jetzt ist. Er müsste jetzt 11 oder 12 sein. Weil er ist seit seinem 9. Lebensjahr hier unser Star Wars Fan. Und er möchte auch alles von Star Wars haben. Mal schauen, ob er es durchhält. Mal schauen, wenn er unser Alter hat. Aber dann gibt es uns ja leider nicht mehr. Schade eigentlich. Aber mal schauen, wenn er 20 ist, werde ich ihn nur mal fragen. In 10 Jahren, 10, 20 Jahre will ich noch machen. Mindestens 30 Jahre. Aber mit 90 werde ich, wie gesagt, nichts mehr so können hier von der Kamera und sich ärgern mit der neuen Elektronik, mit der neuen digitalen Welt. Mit Politikern sich unterhalten, das bringt nichts. Politiker sind fremd, sind fern dieser Welt, sind fern von der Basic, sind fern vom Bürger. Sie glauben wirklich, sie sind was Besseres. Nein, sind sie nicht. Politiker sind Bürger, die einen bürgerlichen Auftrag angenommen haben. Mehr ist das nicht. Kein Politiker ist Gott, Papst oder König, Kaiser. Nein, er ist ein Bürger nach bürgerlichem Recht. Er ist zwar Diplomat und hat dadurch Immunität. Und die Kirchenglocken, die ihr hier hört, ist natürlich, weil mal wieder einer verstorben war. Vorhin, wie ich angefangen habe, waren ja die Kirchenglocken hier vorne. Und die Beerdigung schreitet voran und somit ist jetzt da, wo beerdigt wird, die Glocken am Läuten. Ja, das gehört leider auch dazu. So, die Sendung ist zu Ende, kurz und bündig heute. Willkommen im Oktober und dann bin ich ja gespannt, was Star Wars bringt. Vielleicht kriegen wir auch endlich mal einen Teaser. Star Wars ist weit über 150 Minuten lang. Episode 8 ist der längste Star Wars. Warten wir ab, wie toll er wird, der längste Star Wars Film am 14.12.2017. Ja, noch einmal, ihr seid immer herzlich willkommen hier in unserer Cyberwelt. Und wer hier vor Ort ist, kann auch ins Internet, kann auch seine Telefone scharf schalten, wenn er gerade ein frisches bei Aldi Talk zum Beispiel. Aldi Talk muss freigeschaltet werden. Bei Aldi Talk muss man vor die Kamera, die dann freischalten, die Karte. Ja, das kann man alles hier. Also hier könnt ihr eine Menge im Medienhaus. Grüße, hi. Was soll's sein? Öffentlich an die Telekom, 1&1, Unity Media und so weiter. Liebe Freunde, wenn man irgendwas öffentlich macht, gibt es doch gar keine Probleme. 1&1 ist göttlich, Telekom ist wahnsinnig super schnell, macht alles, die Kinder, ach, die sind sowas von freundlich. Unity Media macht keine Fehler. Also die Anbieter machen keine Fehler, haben keine Fehler und ist eine Störung, sind die sofort vor Ort. Naja, ich finde es toll. Ich finde die digitale Welt, an alle Online-Bürger, euer Medienkanzler, ruft euch auf, meine lieben Freunde, was geht in eurer Online-Welt denn so ab? Ja, Online-Bürger. Mittlerweile haben wir Online-Bürger. Brauchen wir demnächst Online-Politiker, Online-Kanzler, ne? Online, die Online-Welt. Ja, man könnte da auch so eine Sache machen, so eine Online-Plattform für den Online-Bürger. Eine tolle Geschichte. Wer von euch kann programmieren? Wer von euch hat Lust, eine Online-bürgerliche Welt zu erschaffen? Wo dann der Administrator da von mir der Kanzler ist oder so. So in der Richtung ein Volk, ein Online-Volk mit Online-Rechten, um mal zu testen, wie es funktionieren würde, wenn dieses wirklich mal kommen würde. So, wir haben
kein Datenministerium. Wir brauchen ein Datenministerium. Wir brauchen an sich eine ganz andere, neuartige Struktur. An sich müsste free sein, also frei sein müsste die Kommunikation. Die reine Kommunikation müsste wirklich für jeden Bürger frei sein. Da ist alles drin, komplettes Paket. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Alles drin. Und wer zusätzlich mehr Kommunikation haben möchte, zahlt dann für die Zeit der zusätzlichen Kommunikation. Wenn nicht, dann ist er im Kommunikationscase. Ne? Alles drin. Alles drin. Das werde ich mal der Kanzlerin zukommen lassen. Mal gucken, ob sie Lust hat, das mal umzusetzen. Weil nur die Kanzlerin kann das. Sonst keiner. Ist halt so. Mal schauen. Nö, werde ich verfassen. Ich werde ein Memorandum verfassen einer online-bürgerlichen Welt. Mit bürgerlichen Rechten, mit einem bürgerlichen elektronischen Case von Informationen. Freien Informationen, freies Fernsehen und so weiter, freies Radio und freie Schrift. Und der Rest muss halt bezahlt werden, wenn man mehr wissen möchte. Gut, in Rücksprache mit den Obersten bei der Telekom, die machen natürlich auch free auf YouTube, machen auch free bei Facebook. Rücksprache mit den Obersten und die haben vollkommen recht. Warum sollte man was Neues erfinden, wenn es an sich die Basis schon gibt? Man muss diese Basis nur nehmen, ausbauen und irgendwie formen. Richtig, die Basis nehmen und formen. Und nicht aus Habgier was Neues bauen und versuchen die Basis dauernd kaputt zu machen. Wer versucht die Basis kaputt zu machen, hat immer Ärger. Immer. Ob die Politiker, die abgehoben sind, die gar nicht mehr wissen, was eine Basis ist und sich gegen die Bürger sträuben, gegen die Wähler sträuben, die haben mal wieder falsch gewählt. Nee, Bürger haben sich entschieden zu wählen, Feierabend. Persönlichkeitsrecht, Kreuz rein, Ende hat man zu akzeptieren. In dem Moment, wo das Kreuz abgegeben wurde in die Urne, akzeptieren, bitte akzeptieren. 13% blau, 10% gelb, 30% schwarz, 20% rot. So, wir leben jetzt mittlerweile nur noch in Farben. Meistens könnte man sagen, die linke SPD wäre irgendwie besser dran, wenn die wirklich mit links sich zusammentun würde. So, die Schwarzen, die Konservativen, CDU, CSU und vielleicht eine neue dabei, die Blauen, dass die dann schwarz sind. Ja, und dann, naja, dann die anderen. Dann die anderen. Braun von mir aus, können ja ruhig braun sein. Also ich bin froh, wenn ich die Farben sehe und dann sagen kann, gut, dass braun schwächer wird. Ja? Oder schwarz wird oder keine Ahnung. Oder ganz verschwindet. Das ist mir lieber, wie zu wissen, dass da auch noch andere Farben sind. Magenta jetzt zum Beispiel ist trotzdem gelb. Ja? Das sind also so Sachen. Ich meine, dass die FDP jetzt Lindner heißt. Ja? Lindner-Schokolade. Ja? Ach herrlich, ne? Den Loverboy, so wie Fernsehen das so sagt. Also schuld war Welke. Ne? Welke ist schuld, dass die AfD gewonnen hat. Heute Show, klar. Heute Show hat die AfD salonreif gemacht. So könnte man dann auch mal abschließen, das Ganze. Denn ich schließe jetzt ab. Wie gesagt, ich sehe das alles humoristisch, aber der Frau Angela Merkel werde ich trotzdem schreiben und fragen, was sie von einer Online-Welt hält. Mit Online-Bürgern, mit Online-Strukturen, mit einem Online-Ministerium für Online-Fragen, dann auch ein Online-Case, wo alles frei ist, wo alle kommunikativen Sachen frei sind und wer mehr braucht, muss dann halt ein bisschen bezahlen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich werde euch die Antwort von Frau Angela Merkel dann sicherlich zeigen. So, im Moment bin ich wieder in der Steinzeit. Ich renne mit einem Kabel rum, LAN-Kabel, sonst komme ich nicht online. Meine WLAN-Anlage, keine Ahnung. Es funktioniert alles, es funktioniert alles, richtig. Ich muss auch sagen, dass die Telekom auch geholfen hat. Die Telekom hat zugegeben, dass sie in unserem Fall gewaltige Fehler gemacht haben im Firmenbereich und im Privatbereich und haben sich entschuldigt und haben auch alles wieder richtig gemacht. Am 1. Oktober läuft alles wieder richtig relativ, weil wir natürlich, euer Medienkanzler sowieso, die Fäden wieder gezogen hat, sagt, da gib mal her, ich mach das
Und dann läuft das. Und ab 1.1. gebe ich euch die Fäden zurück und dann dürft ihr wieder. Ja, aber bis zum 1.1. zieht der Medienkanzler die Fäden gnadenlos. Ja, alle Rechnungen und Forderungen werden gematcht, nicht willkürlich. Bei Netflix muss ich auch gleich gucken, warum die das Spezialkonto da nicht annehmen. Unsere Konten sind gesperrt, sind geschützt, das bleibt auch so. Wir haben Firmenkonten, wir haben Medienkonten, wir haben Privatkonten. Wir sind Geldgeber, wir geben Geld. Wir sind keine Nehmer. Unsere Nehmer holen ab und machen dann, was sie brauchen und wie sie es brauchen. Und so muss das bleiben. Also ich halte die Fäden, ziehe jetzt da dran, ab 1. Oktober 2017 schaue ich mir das an. Und wenn ich der Meinung bin, dass da alles wieder richtig läuft, gebe ich die Fäden gerne zurück an alle, auch an die Telekom. Die darf dann auch wieder fröhlich abbuchen, wenn sie nicht wieder einen Fehler macht. Ja, die hat 3 Monate nicht abgebucht. Die hat 3 Monate nicht abgebucht. Bei vielen. Ist halt irgendwo bei dem was schiefgelaufen. Ich habe auch die neuen Rechnungen gesehen. Die sehen anders aus. Ja, sehen komplett anders aus. Sie haben die neu gestaltet. Ja? Die alten Rechnungen sahen so aus. Die Telekom hat die jetzt neu gestaltet und durch diese Gestaltung ist da wohl was schiefgelaufen. Aber egal, das war natürlich eine horrende Summe, die dann aufgelaufen ist. Das sah man nicht ein, also hat man rückwirkend abbezahlt und dann fließt das wieder. So, jetzt kann man wieder normal bezahlen, Monat für Monat. Man bekommt eine Rechnung, überprüft die Rechnung und schickt dann das Geld los. So, die Arbeit nehme ich mir. An alle Online-Bürger, an alle Star Wars-Fans, Star Trek-Fans, vor allen Dingen Star Trek-Fans. Ich will unbedingt Star Trek sehen, deswegen versuche ich auch bei Netflix reinzukommen. Ich will Star Trek sehen. Ich habe keine Lust, jetzt so lange zu warten, bis irgendeiner Star Trek aufkauft. Ich hoffe, dass Sci-Fi die irgendwann aufkauft, dass ich sie mir dort auch nochmal ansehen kann. Ich will hoffen, dass sie irgendwann auf DVD und auf Blu-ray erscheint, die neue Discovery-Geschichte da von Star Trek. Ja, will ich hoffen, weil gefällt mir. So. Die Klingonen sehen auch ein bisschen anders aus und die anderen sehen auch ein bisschen anders aus. Die erste Enterprise-Geschichte gefiel mir auch, die erste. Ja, wie der Cochrane, ne, Mach 1 da und so weiter gemacht hat und Lichtgeschwindigkeit da. Ach, war ehrlich. Ja, Captain Kirk, Catherine und Le Picard waren auch klar, war auch in Ordnung, aber mittlerweile kann man die rückwärts singen. Ja. Und deswegen möchte ich was Neues haben. Ich möchte was Neues haben, mit der neuen Geschichte. Und wenn ich rausgucke, gestern war es so wunderbar, so wunderschön und jetzt regnet es. Egal, meine lieben Freunde, ihr seid willkommen bei Medienkanzler jeden Samstag. Na, könnt ihr hier rein ins Studio. Ihr könnt euch auch alles anschauen. Ihr bekommt hier live, wenn der live erscheint, kriegt ihr alles billiger. Ist klar, online bleibt der Preis so, wie er da steht. Und nur hier vor Ort bekommt ihr mindestens 10-20% billiger, wie im Online-Haus angeboten wird. Online-Haus kennt ihr ja, das ist Amazon, wo alles abgewickelt wird. Und demnächst auch in unserem Online-Haus nur 50 € jeden Monat. Das ist auch wieder 600 € im Jahr. Das Geld muss immer eingepflegt werden. Da muss auch auf irgendeine Art wieder zurückkommen. Ach, ihr wisst Bescheid. Es kostet alles Geld, wirklich demnächst. Also wir haben gestern noch mit der Buchhaltung gesprochen. Die Schmerzgrenze ist erreicht. Die Schmerzgrenze ist erreicht. Telekom, Sky, Netflix, Amazon. Das sind schon 4. Und dann noch für die Kröte Free TV. Ne? Freenet. Ja, am liebsten eine Astra-Komplettanlage bauen und dann von da aus ziehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Astra Digital. Hurra. Nachts waren noch Zeiten. UPROM TV, Du bist TV, 98,5, Astra Digital Ost. Schaltet ein, steht immer noch da, wenn ihr Glück habt. Wird ja jetzt alles umgebaut, dann müsste unser Name wohl auch wieder weg sein. Weil Sevenhut gibt es ja auch nicht mehr, Dailymotion gibt es noch. Dailymotion gibt es noch, ich glaube, Kevego gibt es auch noch. Aber nicht mehr so, ne, muss man gucken. Es lohnt sich ja nicht bei Dailymotion zu posten, wenn da kaum einer guckt. Ne? Ja. Vivenco
ist ja bezahlt, da muss man 360 Euro bezahlen, da kann man auch alles machen. Und die anderen Livestreamer da, die da mal aufgekommen sind, ich weiß gar nicht, ob es die auch noch gibt, weil man kann ja alles bei YouTube machen, man kann alles bei Facebook machen und man kann alles bei Amazon machen. Und natürlich, ja, selbst kann man auch alles machen, aber ob sich das lohnt, das kostet ja horrendes Geld. Denkt dran, es kostet horrendes Geld. Und so richtig Lust auf Livestreaming habe ich nicht. Dann, ja, okay, kann man, ist auch viel Arbeit. Ne? Livestreaming hat man ja auch alles mal gemacht, haben wir auch programmiert. War eine tolle Geschichte, Livestreaming mit allen. Man ist immer angewiesen auf die Amerikaner, weil die Amerikaner haben tolle Software, ja, auch hin und wieder die Briten, aber meistens die Amerikaner haben tolle Software und an die zu kommen, um live zu senden mit Special Effects, braucht man ja auch Special Effects Software, einen guten Rechner, eine gute Kamera, eine gute Leitung und dann könnte man auch Special Effects machen. Aber jetzt im Trockenmodus, ich habe im Trockenmodus gedreht, habe unterbrochen, wenn die Kunden reinkamen. Das könnte ich ja live dann nicht, dann wären die Kunden ja live mit dabei. Das geht nicht, ohne, ihr wisst schon, wir halten absolut Daten. Datendings ein, also absolut, bei uns sind die Daten sicher. Ne? Wir kommen Daten, bei uns sind die Daten sicher, wir schrotten die. Ne? Ja. Digitale Shopwelt. Ihr seid willkommen in unserer digitalen Shopwelt. Ja. Und mein Kollege rennt wieder hin und her und versendet seine Sachen. Ja. Er hat nämlich auch so einen Online-Shop. Der ist mehr unterwegs, wie er selber verkauft. Hallo, Grüße! Copy! Auch in der digitalen Welt wird kurz angehalten, wenn die reale Welt hineinkommt. Ja. Ist klar, nochmal gesagt zu haben. Ich begrüße also auf dem Weg nochmal Felbert, fand ich super toll. An alle Besucher, die im September da waren, und da war eine Menge. Im September, also August, September war eine Menge hier. Besonders, weil wir ja auch 40 Jahre Star Wars noch begleitet haben. Das war super. Da waren die DC-Leute da von Marvel. Das war super toll. Also September war die Hütte voll. Da war so ein Samstag wirklich die Tür zu, weil da ging es nicht. Und bei einem Samstag war die Tür halb offen, bis alle da waren und dann war die Tür zu und dann haben wir also bis spät nachmittags hier gearbeitet und hat viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch viele hier schon eingeblendet, vielleicht übernehmen, vielleicht, also wenn ihr hier irgendeinen tanzen seht, ich überlege gerade bei der Sendung, ob ich das mache. Könnte ich mal, aber ich habe jetzt glaube ich die Platte nicht mit. Ja, muss mal gucken, ob ich die Daten da auf meinen Chip bekomme. Wenn ich die Daten auf meinen Chip bekomme, dann tanzen hier die Leute. Wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Zu Hause habe ich nämlich eine Menge. Ne, überlege gerade. Ich glaube, sie sind auf der Platte. Ja, sind auf der Platte. Kann da also gezogen werden und dann kann ich euch hier irgendwie was Lustiges zeigen. So, jetzt bin ich mal weg. Jetzt bin ich wieder online. Bin ein Online-Bürger. Aus der realen bürgerlichen Welt bin ich dann wieder weg und bin jetzt wieder online und mach mit, ich mische mit, ich bin ja ehrlich, ich mische hin und wieder mal so was auf und warte dann ein paar Sekunden, bis die Trolls kommen und dann geht's richtig zur Sache. Es gibt Rechtschreibfanatiker, es gibt Rechtschreibfaschisten, es gibt wirklich solche Leute, die halt irgendwie, sie müssen es. Fehlt ein Buchstabe, drehen die am Rad. Ist die Formulierung anders, drehen die am Rad. Man muss gib irgendwas rein, schreib mal so wie Yoda schreibt, ja. Das muss er aber nicht tun oder so. Ein paar Sekunden warten und dann, ja, geht da die Post. Ach herrlich. Es macht Spaß. Es macht Spaß, hin und wieder 24 Stunden online zu sein. Jo, es macht Spaß. Ich freue mich gleich auf Tele5, ich freue mich gleich auf Sci-Fi. Wie gesagt, mit Freenet bin ich noch nicht so einverstanden. Da muss ich was ändern. Also die Tochter muss auch Astra Digital bekommen, weil, da ist ja mal schiefgegangen. Also sie versteht es nicht. Ja? Kinder verstehen nicht, warum es nicht geht. Wieso kann ich nicht Fernsehen gucken? Ne? Oder wieso kann ich nicht online gehen? Ja, wenn die Kinder nicht online gehen können, meine liebe Freunde, dann gibt es Spaß. Wisst ihr, wenn Kinder nicht online können,
das gibt Spaß, das gibt Stress. Ja, 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 ich hab Spaß. Das sind dann keine Pubertiermonster mehr, dann sind das Digitalmonster. Und diese Digitalmonster, die können aber so richtig. Also, in dem Sinne, ja, lasst euch nicht aufregen. Ich denke mir was aus. Ich denke mir eine schöne Sendung aus. Ja, im Moment ist es ja mehr Reality, eine Reality-Show. Was passiert so real ab, ja, in dem Dreh. An alle Schauspieler weiterhin, wenn ihr Lust und Laune habt, vorbei. Adriana Raspe, auf dem Weg grüße ich dich. Montenbruck, Wendler und die anderen auch. Na? Wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, lasst euch sehen. Wir können eine Menge für euch machen, wie immer. Ja, und jetzt gucken wir mal. Riechtipp der Kanzlerin. Online-Bürger. Ja, mal gucken, da fällt mir sicherlich wieder ein. Ja, und dann zeige ich euch ihre Antwort.